toll. Und zwar, neue Werte heißt die Kategorie und es ist wichtig, wie nie neue Werte zu definieren. Boschra Amasha hat besonders viele Votes bei uns von unseren Leserinnen bekommen und für mich ist das ein deutliches Zeichen, dass nicht zuletzt aufgrund der Pandemie ein Umdenken stattgefunden hat. Oft wird der Satz, Gesundheit ist das höchste Gut, beiläufig erwähnt. In letzter Zeit hat er einen tieferen Sinn bekommen. Gesundheit ist tatsächlich zu einem neuen Wert geworden. Und wir haben alle erlebt, dass Werte nichts Materielles sein müssen. Es zählen andere Dinge, wie Freundschaft, Fürsorge, Menschen, die sich für andere einsetzen. Eigentlich ist es ein alter Hut. Es wächst das am meisten, was entsprechend Energie bekommt, im Positiven wie im Negativen. Wäre es nach einigen Menschen gegangen, die sie in ihren jungen Jahren begleitet haben, hätte Boschra keine Matura gemacht und wäre nicht Volksschullehrerin geworden. 2019 hat sie aber gemerkt, dass sie nicht glücklich in ihrem Beruf war und sie war davon überzeugt, dass sie etwas ändern musste und sich nicht mit dem zufrieden geben sollte, was sie nicht erfüllt. Sie hat sich entschieden, ihrem Herzen, ihrer Passion zu folgen. Sie hat sich selbstständig gemacht und ihren Traum, ihre Berufung zum Beruf gemacht. Heute tut sie das, was sie am besten kann. Sie hilft Frauen zu einer schlanken Taille, aber was noch viel wichtiger ist, zu einer aufrechten Körperhaltung. Eine Familie kann nur dann funktionieren, wenn die Mutter glücklich und vor allem auch stark ist, sagt sie. Und wie soll eine Mutter für ihre Kinder da sein, ihnen Halt geben, wenn sie selbst nicht stark genug dafür ist? In ihren individuellen Einzelcoachings geht es eben nicht nur darum, gesundheitsschädliches Bauchfett loszuwerden, sondern vor allem auch um die Haltung. Eine aufrechte Körperhaltung vermittelt Selbstvertrauen und Autorität und hat einen großen Einfluss auf die Psyche des Menschen. Sie beeinflusst das positive Denken und bringt bessere Laune und mehr Produktivität, was auch im Berufsleben vieler Frauen in Führungspositionen wichtig ist. Ein Leben ohne Reue und Verzicht und dabei das volle Energiepotenzial ausschöpfen, dafür hat sie ihr eigenes und einzigartiges Charismatic Body System entwickelt, das sie in ihren Coachings weitergibt. Eine erhöhte Lebensqualität ist absolut die Folge. Boschras Mantra: Bleib optimistisch, geh mit erhobenem Kopf, offenem Blick und aufrechter Haltung durch deine Welt. Gerade in einer Stadt wie Wien, wo das Miteinander aller Bürgerinnen und Bürger großgeschrieben wird, liefert sie so einen vorbildlichen Beitrag für unser Zusammensein. Herzlichen Glückwunsch. Danke für diese schöne Laudatio. Liebe Boschra, herzlichen Glückwunsch. Ich darf die Blumen gleich überreichen. Das Mikro ist deins. Bitte sag uns noch, wie es dir geht, wie du dich freust und ob du dich freust. Ich freue mich riesig. Und ich bin so dankbar, dass ich so eine tolle Community hinter mir habe, die hinter mir stehen. Und ich wünsche einfach nur jedem, dass ihr auf euer Herz hört, dass ihr das macht, was eure Passion ist und dem nachgeht. Und ja, eure Träume lebt auf alle Fälle. Hat sich bei dir ausgezahlt, 100%. Eine Wende zu machen und einmal so einen Bruch auch, oder, im Leben zu machen. Absolut, ja. Aber ich habe auch eine tolle Familie hinter mir. Schön. Einen wahnsinns- und unterstützenden Ehemann und eine tolle Tochter, einen Sohn auch. Und die sind einfach hinter mir und unterstützen mich so viel. Super. Und so da kann es nicht schief gehen. So kannst du aufrecht und mit, wie sagst du, mit erhobenem Haupt und mit geradem Rücken durchs Leben gehen. Genau so. Mit wachen Augen. Genau. Die kann ich sehen. Mit offenen Augen. Ja. Offenen Augen, also das Gleiche. Ich danke dir ganz herzlich. Danke, da ist deine Urkunde drinnen. Vielleicht schauen wir noch mal kurz nach, ob sie die richtige ist. Uschi, ich glaube, oder? Ja. Wir haben bis jetzt, glaube ich, alles richtig gemacht. Perfekt. Na bitte. Wir geben nichts Falsches. In die falschen Hände. Ich danke dir. Alles Liebe, weiterhin viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch zu diesem Award. In der Kategorie Neue Werte. Schön.